Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute basteln wir eine schöne dekorative Kugel aus Wolle. Dafür brauchen wir einen Luftballon, etwas Wolle und ja, ich benutze zum Halten eine Toilettenpapierrolle. Dann ist es einfach leichter zu halten. So, ich packe als erstes die Wolle ein Stückchen hier durch, damit die sich von alleine hält. Ich habe vorher einen Schlitz hier unten reingeschnitten und kann damit den Luftballon besser halten. So, und jetzt fangen wir an, den Luftballon einzurollen. Das ist nicht einfach am Anfang. Nachher geht es. So, jetzt habe ich kreuz und quer den Ballon eingesponnen sozusagen und werde jetzt zum Fixieren ein bisschen Haarspray darüber machen. So, und jetzt warten wir ab. Erstmal muss das Haarspray ein bisschen anziehen, ein bisschen trocknen. Danach machen wir noch eine zweite Schicht. Und dann geht's weiter. So, nachdem wir jetzt das zweite Mal das Haarspray drüber gemacht haben, werde ich jetzt mal, mutig wie ich bin, den Luftballon hier lösen. Ich hoffe, dass es hält. Normalerweise hält es. Sagen wir mal so. Ist natürlich immer die Gefahr, dass wenn ich jetzt hier einschneide, dass der Luftballon das Ganze einreißt. Also am besten ist eigentlich, je dicker ihr das Ganze hier macht, umso besser. Na, klebt noch ein bisschen. Gut, die Gefahr besteht natürlich, dass es auch klebt. So, aber durch das Haarspray richtet es sich wieder auf. Wir haben hier unten eine Öffnung jetzt. So, das wäre zunächst einmal unsere Kugel, wo wir jetzt für kleines Geld eine Beleuchtung noch reinmachen können. So, ist nur mal eben als Probe, damit ihr das mal seht. So. Natürlich könnte ich die jetzt alle hier reinmachen. Dementsprechend würde die Kugel dann komplett beleuchtet. Na, da rein. So, je nach Farbe könnt ihr damit eine wunderschöne Herbstdekoration oder in Rot-Weiß, was weiß ich, eine Weihnachtsdekoration herstellen. Dann habe ich aus einem kleineren
Luftballon habe ich dann auch noch mit anderer dickerer Wolle das Ganze gemacht. Was ich ja abrate, ist jetzt diese Art von Wolle. Die hat hier so Fasern, sieht man ja hier. Ja. Diese Kugel, die habe ich mit Tapetenkleister gemacht. Ist jetzt nicht schlecht. Andererseits verkleben diese kleinen Fasern auch. So. Rein. Zap. Zap. So. Lecker. Das wäre es von meiner Seite. Und damit viel Spaß beim Basteln. Abonniert meinen Channel, wenn es euch gefallen hat. Tschö.